Herr Luger, Sie sind ja Architekt und Vorsitzender der Wettbewerbsjury des Studentenwettbewerbs, die Student Trophy. In diesem Wettbewerb geht es ja konkret um die Aufstockung bestehender Wohnbauten in Wien mit Holz. Welche Gründe gibt es denn, in einer Stadt wie Wien mit Holz zu bauen? Ja, Wien ist ja prädestiniert dafür eigentlich, weil ja, Wien hat ja den Wienerwald. Ja? Also Wien ist umgeben von Wald und das ist klar. Ja? Nein, eigentlich hat Wien ja eine Tradition im Holzbau, kann man sagen. Wenn man sich die wirklich interessanten Wohnbauer der 20er, also der 20er, 30er, 40er Jahre, also im 20. Jahrhundert anschaut, die haben alle mit Holz gebaut. Sie kennen sicher Loos, sie kennen Frank, all die Leute, all die guten Architekten, die wirklich guten, einfachen Wohnbau gemacht haben, haben mit Holz gebaut. Doch ist es ja in einer Stadt wie Wien wenig sichtbar und doch macht es Sinn, gerade für so eine Bauaufgabe wie jetzt so Aufstockungen? Ja, weil es natürlich, wie gesagt, in dieser Zeit, wie diese Gebäude entstanden sind, hat man sehr reduziert gebaut. Ja? Das heißt, die Statik dieser ganzen Häuser ist sehr ausgereizt, weil man halt günstig gebaut hat. Ja? Und jetzt werden alle Möglichkeiten der Aufstockung im Massivbau einfach gewichtsmäßig beschränkt. Und da ist eben der riesengroße Vorteil beim Holz. Wir ersparen mindestens die Hälfte des Gewichtes. Und das ist der ganz große Vorteil, speziell bei dieser Aufgabenstellung. Welche gestalterischen Qualitäten bringt denn das Bauen mit Holz, gerade im Hinblick auf Wohnen, aber auch auf das urbane Gefüge? Ja, ich sehe das immer so oder vereinfacht so. Holz hat die Fähigkeit, alle Sinne zu berühren. Ja? Also wenn man riecht, wenn man schmeckt, wenn man das hört und alles. Beim Holz ist genau das der Baustoff, der genau diese Sinne mit all diesen Qualitäten anrührt. Und das ist das Hervorragende dieses Baustoffes. Und über Ökologie braucht man ja sowieso nicht reden. Und das kann man dann auch mitnehmen, diese Qualitäten, wenn man jetzt im urbanen Gefüge baut. Natürlich, weil das geht ja genau dort ab. Ja? Also jeder Mensch, der diese Sinne, wie soll ich sagen, bedienen kann, wird sofort merken, auch wenn er blind in den Raum geht, ist das jetzt ein Holzbau oder ist kein Holzbau. Ja? Und das merkt man und das fühlt man und das bewegt dann den Menschen und berührt den Menschen. Und Architektur soll auch wirklich berühren und soll man schmecken, soll man riechen und so weiter und so weiter. Es gibt ja 13 Sinne, nicht nur diese 5 oder 6. Wie schaut es denn mit den Möglichkeiten des modernen Holzbaus aus? Wie groß sind die? Ja, hier sehe ich natürlich große Vorteile in der Vorfertigung dieser Holzbauten. Ja. Vorgefertigte Holzbauten haben ja irgendwo eine eigene gestalterische Aussage. Das ist ja anders. Ja. Also im traditionellen Zimmermannsholzbau war das anders. Jetzt, diese Vorfertigungen sind eigentlich durch die Bank sehr, sehr schlicht, sehr, sehr einfach, weil sie eben multipliziert sind. Und das ist eine eigene gestalterische Qualität. Also da gibt es ja auch wieder aus dem 20. Jahrhundert Konrad Wachsmann, der das in Metall oder in viel in Stahl gedacht hat. Aber auch hier mit dieser gestalterischen Reduktion durch die Multiplikation großes, fragiles, interessantes Fachwerk, Bauten und so weiter entworfen hat. Nun richtet sich der Wettbewerb ja an angehende Architekten und Bauingenieure. Wie wichtig ist es denn, dass die junge Generation sich jetzt mit dem Holzbau beschäftigt? Ja, ich sage da auch wieder, jeder, der aufwächst oder als Kind schon, ja, ist eigentlich automatisch mit diesem Material irgendwie aufgewachsen. Jeder hat ein Stück Holz, jeder bedient dieses Stück Holz. Und
darum ist es ganz wichtig, dass man sich in dieser Zeit auch als Student mit diesem Material beschäftigt. Jeder, der studiert und Modell baut, wird als erstes klarerweise an Holzmodelle denken. Ja? Man beginnt mit dem Balsa-Holzmodell und so weiter. Und das ist auch wieder so quasi dieser erste automatische Zugang zum Material. Und dann erfährt man bereits im Modellbau, wie ist dieses Material, wie schwer ist dieses Material, zu bearbeiten. Und das ist so irgendwie der sehr einfache Zugang. Also im Vergleich wieder zum Metall, da gibt es nur Spezialisten, die dann das können. Aber ein Holzmodell kann fast jeder und da scheitert auch keiner. Und letzte Frage im Hinblick auf den Klimawandel. Welche Rolle spielt der Holzbau und welche Verantwortung kommt dann auf die angehende Generation der Planer zu? Ja, ich habe das, glaube ich, schon in einem Satz vorher gesagt. Über diese ökologischen Themen braucht man gar nicht sprechen, weil sie so klar auf der Hand liegen. Ja, in unserem Land wächst mehr Holz nach, als wir verbrauchen. Also ist es doch klar. Ja, und es wächst nach. Wir betreiben da keinen Raubbau, wenn das ordentlich organisiert ist. Und das ist bei uns Gott sei Dank so. Und nicht so wie in irgendwelchen tropischen Ländern mit diesem Material, ist eigentlich das einzige Material, das alles erfüllt und im Sinne der nächsten Generationen richtig handelt. Vielen Dank, Herr Luger.